Es muss schwer sein, seinen Verlobten und auch Geliebten zu verlieren, so früh vor allem. Arme Ray. Das sind noch mehr Briefe. Ray, may I help you with something? Oh, I just wanted to ask you. Sünde. Arme Ray. Gut, aber wir müssen trotzdem uns ein bisschen umgucken, ob wir hier was finden. Was denn hier? Gar nichts. Leerer Schrank. Wahrscheinlich hat sie auch schon was? Hughes Kleidung hängt noch immer im Schrank. Ach so. Die Bücherregale sind voller Bücher über Volkskunde, Philosophie und Anthropologie. Das sind alles Bücher für Hughes Arbeit oder die seine Firma veröffentlicht hatte. Ich war mal interessiert an ihn. Aber das war nur eine vorübergehende Phase. Wäre jetzt auch nicht unbedingt meins. So. Auf dem Schreibtisch liegen getippte und handgeschriebene Briefe sowie ein paar Bücher. Seit jedem Tag habe ich hier kaum etwas angefasst. Ich konnte es nie über mich bringen, sie wegzuwerfen. Auf dem Schreibtisch hat jemand ein Notizbuch liegen lassen. Vielleicht war gerade jemand mitten in der Arbeit. Okay. Die urbane Legende. Viele der urbanen Legenden des Typs verlassenen Dorfes beruhen auf tatsächliche Ereignisse. Ein Dorf wurde zerstört, als ein Bewohner die anderen tötete. Oft ist es eine Mischung aus tatsächlichen Vorfällen, Legenden und Überlieferungen. Plätze wie das einsame Bergdorf und alte Gebräuche, wie nächtliche Treffen und Zeremonien lösen oft das Ereignis aus, das dann zum Motiv für urbane Legenden wird. Der Grund für die Beliebtheit der Legenden könnte in dem Blick der Stadt auf das Land oder der modernen Neigung zum Alten liegen. Für moderne Stadtbewohner ist das Dorf Wildnis und die Menschen, die dort wohnen, sind anders. Diese Verachtung oder Furcht könnte Ausdruck in urbanen Legenden finden. Deshalb spielt die Legende im einsamen Bergdorf. Alte Gebräuche sind attraktive Elemente, die dann den Vorfall auslösen. Ein Beispiel ist die Geschichte über die Gegend um das Minakami-Damm, in der Mayu verschwand. Die Geschichte trägt den Titel »Das verlassene Dorf«. In Bergen der Minakami-Gegend geschah einst ein Massaker in den sogenannten verlassenen Dorf. Ja, ich sag nur Sai, ja, das wissen wir auch, dass es sogar wahr war. Vor vielen Jahren am Abend eines Festes gab es ein großes Massaker und das Dorf verschwand von der Landkarte. Nur eine Frau überlebte. Geh in den Wald, wo das Dorf einst lag, und du findest eine kleine Wächterstatue. Gehst du weiter, so bildet das Tor des Schreins den Dorfeingang. Gehst du durch das Tor, dann kehrst du nie mehr zurück. Die Nacht des Massakers lebt in dem Dorf fort, in dem es nie wieder Tag wird, und das schreckliche Lachen einer Frau hallt durch das Dorf. Miss Sai. Dann gibt es das Haus der bizarren Morde, in dem sich die Tragödie immer wiederholt. Das Ausmaß ist geringer, aber es ähnelt dem Muster des Dorfes, da die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. Hier ein Beispiel darüber. Es hängt mit Mafuyus Verschwinden zusammen. Also, wer es nicht weiß, ist Mafuyu ist der Schwester, ist die Schwester, ist der Bruder von Miku, sorry. Das Haus der Verstümmelung. In den Bergen von Himuru steht ein Haus, in dem vor Jahren ein Massaker stattfand. Im Wald in der Nähe verschwinden immer wieder Leute spurlos und viele von ihnen sollen in einem Haus geendet haben. Man fand Leichen ohne Gliedmaßen und Köpfe. Ein weiteres scheinbar verwandtes Beispiel ist die urbane Legende vom Haus des Schlafes, die ich gerade untersuche. Diese Legende ging in den 1960er Jahren durch die Zeitung, aber ähnliche Geschichten gab es bereits früher. Die Zeitung vom Beginn des 20. Jahrhunderts steht in keinem Zusammenhang mit dem Beginn der Legende vom Haus des Schlafes, aber der Hintergrund der Fortgegeisterten und ihr Zustand ähnelt sehr der urbanen Legende vom Haus des Schlafes. Ich untersuche das noch, aber diese Vorfälle könnten im 19. Jahrhundert begonnen haben und in Büchern findet man Legenden, die wohl Grundlage für das Haus des Schlafes waren. Das Haus des Schlafes ist eine urbane Sage. Vielleicht ist es das, was Kay überprüfen wollte.
Du fügst ein gut geführtes Notizbuch über urbane Sagen deinen Unterlagen hinzu. Danke. Eine alte Zeit, ja, aber wo man überlegt, es sind angeblich alles urbane Legenden. Aber wir wissen ja, dass jetzt auch mit dem Dorf, dass es damals wirklich passiert ist mit Miyu und Mayu. Und das Haus des Schlafes passiert ja gerade auch. Also, aha, es sind zwar so Legenden, aber für uns sind sie hier wahr. Eine alte Zeitung, was steht da drin? Verschwunden in der Region. Quellen zufolge sind gestern vor Tagesanbruch eine Mutter mit Tochter aus dem Dorf Miyuyin verschwunden. Die Vermissten sind Makie Kusuhara und ihre Tochter Kusue. Seit letztem Jahr hatten die beiden nach Kusuharas vermissten Mann gesucht. Sie sollen fast jeden Tag in den Bergen gewesen sein. Und hier auch wieder, merkt er? Wir haben in der ersten Nacht eben Mutter und Tochter gesehen, die nach ihrem Mann gesucht haben. Unsere Quelle, ich hatte sie einige Tage nicht gesehen und wollte sie besuchen. Als jemand öffnete, ging ich hinein, aber sie waren weg. Ich bemerkte nur einige rußähnliche Flecke. Ähnliche Flecke wurden in der ganzen Region bekannt und manche nennen sie Fortgeisterung. Du hast den Zeitungsartikel hinzugefügt, ja. Aha. Also es... Es scheint schon was mit dem komischen Ort, mit dem Haus des Schlafes zu tun zu haben. Und ihr merkt es natürlich, ich finde, habe ich ja schon gesagt, in dem Teil erfährt man viel mehr über die Hintergründe und halt, allgemeines, Notizen etc. über die Geister. Und das finde ich halt sehr spannend. Das hat mir im vierten einfach komplett gefehlt. Und da sehen wir schon die Kamera. Auf dem Regal liegen ein Brief und eine Kamera, ähnlich wie die in meinem Traum. Der Brief ist wahrscheinlich von Kay. Brief von Kay 2. Lieber Yu, bei meiner Untersuchung der urbanen Legende des Hauses des Schlafes habe ich ein verlassenes Dorf erreicht, das nicht auf der Karte war. In einem großen Haus fand ich diese Kamera. Meine Nichte Miyu, als Mayu verschwand, machte sie dir viel Ärger, weißt du noch, sah diese Kamera und sie erschrak fürchterlich. Vielleicht erinnert es sie an diesen schrecklichen Vorfall. Also Miyu lebt ja auch noch, Mayu war ja die... Könntest du dich bitte um die Kamera kümmern? Könntest du das machen? Du kennst dich doch mit Antiquitäten. Das habe ich nur mit dem Reden, es tut mir echt leid. Antiquitäten aus. Ich werde einige Zeit nicht zu erreichen sein, aber ich melde mich, um zu hören, was du herausfindest. Viele Grüße, Keamakura. Okay. Ist diese Kamera dieselbe wie die Kamera Obscura in meinem Traum? Sie ist älter als die im Traum und die Inschrift auf der Rückseite ist unleserlich. Trotzdem sieht sie fast aus wie die Kamera Obscura. Ich drückte auf den Auslöser, aber nichts geschah. Anscheinend funktioniert sie nicht. Es befindet sich noch immer ein alter Film in der Kamera. Oh, mutiger Film. Sieht ziemlich alt aus, aber es scheint sichtbar noch intakt. Was könnte wohl drauf sein, ob ich ihn in der Dunkelkammer entwickeln kann? Let's see! Falsch. Warum nimmt sie die nicht mit? Nee, sie bleibt einfach bei ihrem Billigding. Unterlagen. Nee, wie war denn das jetzt nochmal? Notizen, genau. Ereignisse, Yus Nachforschung. Laut dem Notizbuch auf Yus Schreibtisch macht er einige Untersuchungen für Kei Amakura. Seine Notizen sind voller Berichte von urbanen Legenden, Zeitungsausschnitten über verschwundene, fortgegeisterte Menschen. So, Leute, Kei Amakura. Ich habe ihn nie getroffen, aber er war Yus Freund. Früher schrieb er von Zeit zu Zeit. Yu hat scheinbar viele Leute gekannt, sowohl beruflich als auch privat. Was ist noch mit mir los? Ob das schon ist, weil ich jetzt schon so aufgeregt bin in meinem Spiel? Dem Brief nach haben er und Yu urbane Legenden erforscht. Hat die Kamera Obscura etwas damit zu tun? Ich sollte ihm vom Unfall erzählen. Es tut mir leid. Es ist ja peinlich. Es war für mich leichter, das Englisch zu übersetzen und zu vorzulesen, als jetzt das Deutsche zu lesen. What the fuck? Kamera Obscura. Das ist... Eine alte Kamera mit dem eingeritzten Worten Kamera Obscura. Habe so eine Kamera gefunden wie die ich im Traum in Yus Zimmer sah. Kay hat sie ihm wohl geschickt. Ist das die gleiche Kamera wie die in meinem Traum? Wer weiß. So, jetzt wollen wir aber erstmal den Film entwickeln gehen. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwie Hinweise, aber es ist seltsam, ne? Der Yu stellt Anforschungen über die urbanen Legenden an, auch über das Haus des Schlafes. Und kurz darauf verstirbt er. Und jetzt die Ray, seine Verlobte. Ah, das ist ja eine Mieze! In der Ecke befindet sich... Was? Die Topfpflanze? Mir ist die Topfpflanze egal. Das ist eine Mieze! Da ist doch eine Mieze!
Sasmikus? Ich wusste gar nicht, dass die eine Mieze hatte. War die da schon immer? Echt? Ist mir noch nie aufgefallen, dass sie eine Katze war. Wie peinlich. Ist hier noch irgendwas? Die Vordertür ist verschlossen natürlich. Seit jedem Tag verlasse ich das Haus nur, wenn ich arbeiten muss. Mhm. Also auch noch Emo. Na. Jut, wo war denn jetzt nochmal die Dunkelkammer? War die hier? I don't know. Ja, das sieht ziemlich pornös oder auch ja, fotorös aus. Dann entwickeln wir mal den Film. Bestätigen. Ja. Aber das ist doch der von uns. Das ist doch. Hä? Das haben wir doch gemacht, das Foto. Ein Bild einer weinenden Frau ist aufgetaucht. Genau wie ich dachte. Ich muss das Foto in dem Traum aufgenommen haben. Das kann, aber hä? Aber wieso haben wir das Bild aus dem... Pff, die Camera Obscura, das verlassene Haus, das Foto, das ich im Traum machte. Wenn ich Nachforschung über die Frau anstelle, finde ich vielleicht etwas heraus. This is strange, Frau auf dem Foto. Die Frau, deren Bild auf dem Film in der Camera Obscura erschien. Kein Zweifel, es war die gleiche Frau, die ich im Traum im Haus gesehen hatte. So wie damals Hugh. Ach, die Frau... Ja, ja, die ja auch weggerannt ist, ne? Und dann von der Tätowierten. Gesucht, gefunden, ich weiß nicht, irgendwas wurde. Falsch rum. Ist hier noch was? Ich glaube, aktuell können wir hier aber eh nichts groß machen. Yay, im Kreis rennen. Oh, was ist das denn? Oh, Yus Alter, ja. You. Oh, sowas gibt's ja in Japan immer. Diese kleinen Traueraltare. Hm. So, was ist hier noch? Ach, das Bad, ne? Was? Ich sehe mein Gesicht in den Spiegel über dem Waschbecken. You don't say. So. Im Bad ist niemand. Sogar wenn ich viel zu tun habe, nehme ich gerne täglich ein Bad. Letzte Zeit habe ich jedoch nur geduscht. Und keine Toilette? Warum? Warum müssen die Leute in Games und in Animes, TV-Serien etc. nie auf Toilette? Ist euch das mal aufgefallen? Hier gibt es sicher mehr ein Klo. Nee, muss man nicht mehr. Na, wenigstens... Miese! Wenigstens die Küche gibt's, ja? Schön. Wo ist die Miese? Wo ist die Miese? Wo ist die Miese? Wo ist die Miese? Wo ist die kleine Miese? Wo ist... Oh, wo ist sie denn? Ja, wo ist mein kleines schwarzes Kätzle? Wo ist sie denn? Katze! 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 Blöde Katze. Verarscht mich doch die Katze. So. Hi, Miko. Miko, wegen dieser Frau auf dem Foto, ob du wohl versuchen könntest, so viel wie möglich über sie herauszufinden? Alles in Ordnung. Ja, das ist ein sehr altes Foto, also... Ich fand es in Yus Zimmer. Es ist okay, wenn du nichts über sie herausfindest. Ich hatte nur so etwas an sich. Ach, sie. Wenn du Miko deine entwickelten Fotos zeigst, kannst du sie bitten, sie für dich zu recherchieren. Wenn sie recherchiert sind, kannst du später mit Miko reden, um Bücher und andere Informationen zu erhalten. Mhm. Diese Katze macht mich gerade voll kürre. Die Nacht ist angebrochen. Wenn du das Bett mit der X-Taste anklickst, kannst du schlafen. Ja, und bei der Kamera können wir safen, gell? Wenn du... Das machen wir jetzt, glaube ich, auch lieber mal. Oh, ich habe nämlich so ein bisschen Sorge, wenn ich mal ehrlich bin. Man weiß ja nie, was passiert, wenn man schläft. Vor allem seit dem letzten Traum, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Vor allem, die hat auch kein Kissen, oder? Doch, da hat sie ein kleines Minikissen da links, glaube ich. Okay. Und es schneit wieder. Und wir hören wieder den Hämmer-Sound. Long time no see.
Na gut, dann wollen wir mal. Wir wissen ja immerhin jetzt, dass hier ein paar Psychos rumrennen, also es wird schon super ausgehen. Ich hab Angst. Okay, hier liegt immer noch nichts drin. Stopp! Ja, ich hab sie doch erwischt! Mist. Das war echt fies. Du Bitch. War das wieder die komische, die auch beim letzten Mal gerannt ist hier? Moment, ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Sah grad so aus. Dann folgen wir ihr halt diesmal. Vielleicht kommen wir hier jetzt weiter. Beim letzten Mal ging das ja nicht. Gott, die Kamera sieht noch voll noobig aus. Kann ich denn eigentlich schon was aufbessern? Ich glaube nicht, aber ich gucke einfach mal rein. Die Funktion. Doch, kann ich schon echt? Reichempfindlichkeit, Speicher? Oh, erstmal den Speicher. Yep. So. Schön. Verbesserte Linse haben wir noch gar nicht. Vor allem, das ist echt seltsam, dass man hier nicht anvisieren kann. Okay, irgendwas leuchtet hier doch. I see, irgendwas leuchtet hier. You wanna blink, 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 es wanna blink, 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 blink. Hallo? Was hast du denn? Ich tu doch gar nichts. Ich bin hier genauso gefangen wie du. Geh ich mal von aus, Mädel. Ha! Böses Püppchen, ich wusste es. Püppchen sind böse. Was hat sie denn? Ist jetzt ja nicht so, dass wir... Oh, Mist. Boah, es ist echt schwer, teilweise hier Fotos zu machen, ne? Find ich mal. Jetzt wart doch, Mädel. Sie will nicht überleben oder wollte nicht überlegen oder irgendwas. Boah, also die kriegt man ja gar nicht so schnell, wie die alte ist. Da muss man das Spiel echt in- und auswendig kennen, um irgendwie eine Chance zu haben. Aber hier blinkt doch schon eine Tür. Natürlich, das kennen wir doch auch noch. Ups, nicht Mikro wegschmeißen, Kiri. Das kann da nichts für. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Ein Blinken. Es ist wie ein Bild von einem anderen Ort. Okay. Die ist noch versperrt, hallo? Hier? Sag mal, ist da nicht jemand? Ach so, nein. Ist das hier? Doch, das ist hier, ne? Aber irgendwas leuchtet hier rot, Leute. Leute, irgendwas leuchtet hier rot. Leute, irgendwas leuchtet hier rot. Das ist mir gar nicht... so lieb gerade. Ich weiß aber nicht... Oh, ich sehe nichts. War das hier der Ort? Kann das sein? I don't know. Da liegt aber was rum, das nehmen wir mit. Ich habe etwas für die Kamera... Oh, geil! Du erhältst die Ausstattung. Alarm, Alarm, Alarm. Düdüdüd, was gibt's denn? Funktion zeigt Paddle Frames. Yes! Wenn sie von einem Geist attackiert werden... Blitzt der obere Teil des Suchers, Suchers, vielleicht auf und ein Alarm ertönt. Eine mächtigere Blendenchance, das Fuddle Frame. Während das Fuddle Frame verursachen, wird der Geist zurückgeschleudert und sie verursachen großen Schaden. Schießen sie nochmals, während der Geist zurückfliegt, können sie die Schnellauslöser-Kombo machen, irgendwie so. Okidoki. Ja, kann ich die jetzt... Also jetzt können wir erst Fuddle-Frames machen, ja? Yay! Da. Habe ich dich jetzt schon ausgerüstet? Fuddle-Dings? Ausstattung ist an, okay. Aber hier leuchtet doch irgendwas rot, das sehe ich doch. Tobi, ich sehe doch, dass hier was rot ist. Tag? Lecker Blut! Lecker, lecker Blut! Oder Erdbeerkrutze, oder ich weiß nicht. Kirschmarmelade. Oh, hier ist so eine lecker rote Krutze mit Vanillesoße. Oh... Oh, ja, wir spielen immer noch Horror, aber oh Gott, ja. Komm ich da unten lang? Nicht? Natürlich, das, die Tür ist verschlossen. Ah, ein 4-Punkt-Brunst. Mhm. Haben wir nicht. Stimme hinter der Wand? Wie, Stimme hinter der Wand? Da war eine Stimme hinter der Wand? Habe ich gar nicht gehört. Im Stauraum unter der Treppe war eine verschlossene Tür. Ein tiefes, klagendes Stöhnen erklang dahinter. Was war das nur? Tja, ich weiß nicht, vielleicht ein Geist.
Würde ich es mal so raten, nicht, dass es hier Geister gibt. you don't say. So. Okay, gehen wir erstmal zu der Trolli-Trolla. Geht's denn da oben lang? Würde ich jetzt auch gerne gucken, aber nein, erst zu der anderen. Keine Sorge, ich kenne das Spiel noch ganz gut. Wir werden alles noch schön sehen später. Oh oh. Was? So kurz ist der Fadelframe hier nur. Oh. Nein, wie kann ich denn? Geh da weg! Ah, wie geht das denn? Verdammt! Wie kann ich denn? Hilfe! Wie kann ich mich denn losdingsen? Oh Gott. Das ist ja mal ganz anders als im vierten. Man kann gar nicht... Nur wenn das kurz piep macht, sieht man das oder was? Alter, in dieser kurzen Sekunde, da kriege ich nie im Leben Fadel... Das habt ihr jetzt gerade nicht gehört. Fadelframe hin. Bitchy. Dein Husband? Ach, ist das wieder die Mami? Oh Gott. Steck ihn rein! Warum gucken die immer so? Ich hab kaum noch Foto. Oh Gott. Jetzt krapf mir nicht an die Brüste. Blöde Kuh. Kein Wunder, dass dein Mann dich verlassen hat. So, hier ging's lang, gell? Okidoki. Jetzt muss ich ja eigentlich auch reinkommen, oder? Der Geist von der Tür verschwindet.